Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Wie man ein spiritueller Meister wird. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 1. März 2023. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind mit euren Fortschritten auf der Erde sehr zufrieden und wir sind nicht die Einzigen, die diese Ansicht vertreten. Diejenigen von uns, die die Menschheit im positiven Licht sehen, kommen zusammen und besprechen eure Stärken, die Art und Weise, wie ihr eure Herausforderungen und Hindernisse überwunden habt, und wir besprechen auch all die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir euch noch helfen können. Wir erleben, dass ihr dort viele erfolgreiche Missionen durchgeführt habt, die euch zu ganz bestimmten Erfahrungen geführt haben, und wir sehen, wie ihr jedes Mal spirituell wächst, ob ihr das selbst bemerkt oder nicht. Wir halten diesen Raum für euch frei und wir wissen, dass ihr das auch für euch selbst tun könnt. Wir wissen, dass ihr sehen könnt, wie sich das Leben der anderen perfekt entfaltet, weil ihr geistig wach seid und wisst, dass ihr mehr als nur einen Menschen beobachtet. Ihr richtet eure Aufmerksamkeit auf eine Seele, ein Bewusstsein, das sich entschieden hat, eine bestimmte Art von Erfahrung zu machen, die nicht immer dem entspricht, was ihr euch für diesen Menschen gewünscht habt. Vielleicht habt ihr einen Menschen aufwachsen sehen, für den ihr all diese Hoffnungen und Träume hattet, und dann ging er los und lebte sein eigenes Leben, machte sein eigenes Ding und es entsprach überhaupt nicht dem, was ihr euch für sein Leben erhofft hattet. Ihr müsst das loslassen und euch nicht nur damit abfinden, dass dieser Mensch jetzt da ist, wo er ist, sondern auch all die Potenziale und Möglichkeiten sehen, die vor ihm liegen. Und zu diesen Möglichkeiten gehört auch ein enormes Maß an spirituellem Wachstum und Entwicklung. Ihr seid dazu in der Lage, weil wir dazu in der Lage sind und weil ihr euch von Zeit zu Zeit mit uns verbindet. Einige von euch mehr als andere. Wir wissen, dass ihr die gleiche Schwingung in euch selbst finden könnt. Es ist eine Schwingung, die eine höhere Frequenz hat, als nur auf das Beste zu hoffen, und sie hat sicherlich eine höhere Frequenz als der Versuch, herauszufinden, wie der Mensch wieder auf den Weg kommt, den ihr euch für ihn vorgestellt habt. Und natürlich schließt diese Vorstellung auch eure eigene Lebenserfahrung ein. In jungen Jahren sagt ihr euch, was ihr einmal werden wollt. Und wenn ihr älter werdet, habt ihr bestimmte Ziele für euch selbst, sei es im Beruf, als Eltern oder einfach als Menschen, die anderen helfen. Und wenn euer Leben nicht in die Richtung geht, wie ihr es euch vorgestellt habt, ist das der Zeitpunkt, an dem ihr neugierig auf eure Schöpfung werdet. Das ist der Zeitpunkt, an dem ihr es als perfekt ansehen wollt, so wie es ist, auch wenn niemand in eurem direkten Umfeld es so sieht. Ihr müsst verstehen, dass ihr mächtige Schöpfer seid und dass ihr auf vielen verschiedenen Ebenen eures Seins erschafft. Wenn etwas nicht nach Plan läuft, müsst ihr erkennen, dass es einen besseren Plan gibt. Und ihr müsst dem Drang widerstehen, euch selbst zu verurteilen, weil ihr nicht das erreicht habt, was ihr für das beste Szenario haltet. Vertraut darauf, dass es immer ein Best-Case-Szenario ist, das ihr lebt. Macht das Beste aus dem, was ihr habt und aus den Gelegenheiten, die sich euch bieten, und entspannt euch, was den Rest angeht. Entspannt euch und lasst los, gebt euch hin und begebt euch in den Fluss. Das sind Konzepte, von denen ihr immer wieder hört, aber wenn es um euer eigenes Leben geht, denkt ihr oft, dass ihr härter arbeiten, euch mehr anstrengen oder mehr visualisieren müsst. Aber ihr müsst loslassen und vertrauen und wissen, dass das Bessere immer kommt,
weil ihr es als Aspekt der Quellenenergie erschafft und ihr würdet euch nie eine eurer Schöpfungen verweigern. Manchmal kommen diese Schöpfungen nicht zu dem Zeitpunkt, den ihr euch wünscht, und das bedeutet nur, dass ihr euch noch mehr entspannen, öffnen und akzeptieren müsst und euch darauf konzentrieren müsst, die Version von euch selbst zu sein, die ihr in diesen Lebensumständen am liebsten sein wollt. Und das ist der Weg zu einem Leben der spirituellen Meisterschaft. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.